Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum 10. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Beim letzten Part, wir haben erfahren, dass unser Schiff wieder mal geklaut worden ist. Also wieder mal, es ist einfach weg. Wir sind schon wieder auf der Suche nach unserem Schiff, wie am Anfang. Dafür haben wir neue Kleider, neues Aussehen und neue Aufgaben. Wir haben vorher mit der Yana Lorso gesprochen von der Citadel Station. Und die hat uns angeboten für 300 Credits, dass wir den Droiden von Jobo Habat, den die sich bestellt haben, anscheinend in der Docking Station stehlen. Jetzt habe ich gedacht, reden wir trotzdem nochmal mit Jobo Habat und gucken mal, was der uns für ein Angebot macht, um zu sehen, was sich einfach mehr für uns lohnt. Dafür muss ich schnell schauen, wo wir den nochmal finden. Hier. Wohnmodul 82 zum Itorianer-Komplex. Wohnmodul 82 zum Itorianer-Komplex. Wir sind im Wohnmodul 82. Wir sind im Wohnmodul 82 Ost und Wohnmodul 82. Ist das vielleicht hier unten? West. Ja, komm, wir gehen einfach mal da gucken. So, jetzt drehen wir wie gesagt auch mal eine Runde mit perfekt, Itorianer-Komplex, mit Jobo Habat. Willkommen, wie kann ich euch helfen? Ich würde gerne euren Anführer sprechen. Aber ihr seid der Jedi, den Moza erwähnte. Ich öffne euch jetzt die Türe und informiere Jobo und bla bla bla. Er wird sich freuen, euch zu sehen. Also, der Untertitel geht echt schnell weg. Ich könnte ihn zwar auch normal lesen, aber nicht normal vorlesen. Schauen wir doch mal, Jobo Habat. Jobo Habat. Wo haben wir denn den guten alten Jobo Habat? Sehr schön. Moza, mit dem kennen wir schon und der ist hier. Bin ich froh, dass ihr da seid. Ich bin Jobo Habat. Ich vertrete hier die Itorianer. Ich wälze unsere Probleme nun ungern auf euch ab, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Also, du wälzt nicht gerne deine Probleme ab, aber fragst mich trotzdem. Aber ihr habt es nicht für nötig befunden, persönlich zu mir zu kommen. Bitte entschuldigt, ich wollte euch nicht beleidigen, aber der Sanierungsprozess nimmt mich voll in Anspruch. Deshalb habe ich mein... leck mich doch. Ich erkenne aber, dass es falsch war. Ich bitte noch einmal um Verzeihung. Das ist schon besser. Sagt, wisst ihr, vor welchem Problem unsere Bemühungen stehen? Probleme mit der Cherker Corporation, oder? Ja. Unser erstes Ziel ist die Fortsetzung des Sanierungsprojektes. Die Republik hat die Citadel Station nur ein Droiden-KI zu Organisationsprojektes bewilligt. Sie ist vor einiger Zeit verschwunden. Wurde sie gestohlen? Die TSF hat die Angelegenheit genau untersucht, leider ohne Erfolg. Allerdings glauben die Soldaten nicht. Unter hohem Kostenaufwand hat man Herde zwei Erkunden besorgt, bla bla bla, Strafen einhand gehört. Die Regierung von Telos hat eine Eskorte angeordnet, aber ich hatte gehofft, dass ihr sicher Docks überwachen könnt. Helft uns bitte. Also. Ich denke darüber nach. Nein, ich helfe euch nicht. Soll ich ihm gerade ins Gesicht sagen? Ach ja. Das betrübt mich. Lebt wohl. Wenn ihr Meinung ändert, lasst es mich an. Mein lieber Freund, ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich werde der Cherker Corporation helfen. So hart sich das auch für dich anhört. Also, jetzt geht's weiter zum Doc. Genau, jetzt muss ich zum Doc. Ja. Vergebt mir, Jobo, aber der Mensch, ich konnte sein Leid spüren. Ich spürte es erst, als er vor uns stand. Habt ihr etwas in seiner Intensität schon einmal gefühlt? Nur einmal am Tag, an dem ich nach Telos kam und über seine verbrannte Oberfläche ging. Dieser Schmerz, ich weiß nicht, wie er ihn ertragen kann. Ach Leute, das schaffe ich schon. Ein, zwei Aspirin und das geht, weil er keine andere Wahl hat. Vielleicht wird er geheilt, wenn er hilft, den Planeten zu heilen. Leute, der Planet ist mir sowas von scheißegal. Mal schauen, was es hier zu holen gibt.
Krankenstation. Hallo und Grüße von Itzitz und Onderon. Hallo, wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Die Itorianer hatten sich mit uns auf den Export verschiedener Tiere und Pflanzen von Onderon geeinigt. Aber angesichts ihrer Probleme mit der Cherka Corporation passiert im Moment gar nichts. Na, ich gehe dann jetzt, ist okay. Ich weiß gar nicht, wieso bin ich eigentlich hier. Oh, weil es hier vielleicht Sachen zum Holen gibt. Machen wir doch auf. Ah. Ja? Edna, mach mal auf. Ich kümmere mich darum. Du kannst das gut. Das verdammte Ding ist blockiert. What? Nochmal. Ich höre. Nochmal. Fähigkeit so niedrig. Das Ding ist blockiert. Also gut, dann brechen wir das Teil halt auf, ne? Dann wird ja was Cooles drin sein. Mach mal auf hier. So. Ich hoffe, da kommt nicht gleich einer angerannt. Boah, wegen einem Medikit. Ist das dein Ernst? Naja, ich muss den Edna anscheinend mal ein bisschen aufpeppen, was die... Was war das? Ich glaube, Sicherheit ist das ja. Gut. Okay, ich will die Karte nur ganz aufdecken hier. Sehr schön. Ein bisschen schneller voran sollen wir hier kommen. Also mit den Itorianern haben wir geredet. Wir werden also der Cherka Corporation helfen. Sind wir uns da alle einig? Ich denke schon. Exchange Gauner. Du gehörst nicht zu Exchange, also raus hier. Mach die Tür auf oder du bist tot. Ich bin tot. Wenn ich die Tür öffne, du kommst hier nicht rein. Der droht mir also. Da muss ich dich leider töten. Ach, das geht super, Alter. So. Ein bisschen ich Spaß haben. Mach den fertig! Oh, klären wir die Sache. Ist starr. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ja, das schaffen wir. Ein bisschen Spaß. Bam, bam. Ja. Sehr schön, Leute. Sehr schön gemacht. Gibt's da was zu holen? Die Tür lässt sich Rezeption. Von dort nicht öffnen. Kann ich euch irgendwie helfen? Schon gut. Ja, jetzt habe ich ihn umgebracht, aber letzten Endes will ich ja überhaupt gar nicht da rein. Aber hat Spaß gemacht. Und ich habe einen dunklen Punkt gekriegt. Also, erkunden wir mal hier schnell die Räume mal so ein bisschen, was es hier zu holen gibt. Shuttle, Rampe, Fahrstuhl. Okay, ich schaue dann gleich mal, wo das hinführt. Was haben wir hier? Apartments. Hier kommen wir nicht rein. Ah, hier hätten wir doch was. Du, Harra. Niedermanta, Jumala, no sanasika. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich bin Datenbearbeiter, ein undankbarer Job und schlecht bezahlt, aber ich musste ihn annehmen. Ich brauche unbedingt Credits und sonst kann ich nicht viel. Entweder das oder spielen, aber das bla 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 in der welche Lage. Lasst mich raten, ihr müsst Spielschulden abbezahlen. Ihr habt fast richtig geraten, ich hatte Spielschulden, aber sie sind bezahlt und es gibt keine Gläubiger, der mir im Nacken sitzt. Und es gibt keinen Gläubiger. Was ist dann das Problem? Ich habe Ramana, meine geliebte Ramana, als Einsatz missbraucht. Oh, ist der dumm. Ich habe meine Schwäche für Pasak. Also, der hat seine Frau anscheinend oder seine Freundin verspielt. Man sollte nie mehr setzen, als man bereit ist zu verlieren. Ach, aber die Weisheit ging mir über ein Eifer ins Gefecht verloren. Meine Schwäche. Ich werde nie wieder in meinem Glücksspiel teilnehmen. Deswegen arbeite ich Tag und Nacht, verkaufe mich an die Cherka Corporation. Damit ich sie von Doton Head zurückkaufen kann. Aber es wird momentan einen Moment dauern. Womöglich Jahre. Der will jahrelang hier so Zeug machen. Oh Mann. Ich probiere dir mal zu helfen. Vielleicht kann ich da ein bisschen Erfahrungspunkte und so noch holen. Was? 2000 Credits? Was wäre es euch wert, wenn ich euren Sinne vermitteln würde?
Ah, ich denke, ich kann Doton dazu bringen, die Sache von unserem Standort auszubringen. Wirklich? Dann wünsche ich euch viel Glück. Denn bei mir hat weder Bitten noch Betteln geholfen. Neuer Tagebucheintrag. In der Kantine. Ich denke mal, ich werde mit dem schon auf meine Art irgendwie verhandeln können, nicht wahr? Hey, was machst du in meiner Wohnung? Ich sehe mich nur ein bisschen um. Danke, dass ihr mich in diese Situation gebracht habt. Denkst du, dass ich dich einfach abhauen lasse? Ich lasse dich nicht abhauen, mein Lieber. Wenn ihr klug seid, tut ihr das. Und? Ja, das werde ich. Ich lasse mich von dir in meinem eigenen Apartment doch nicht rumschubsen. Und jetzt verschwinde, bevor ich die TSF rufe. Dann wanderst du in den Knast. Ich will euch das nicht abnehmen. Du hattest ja auch kein Problem damit, alles andere zu nehmen. Ihr habt recht, ich werde euch wohl auch das Leben nehmen müssen. Du bist verrückt. Ach, Machtschrei ausprobieren. Okay, das war ja nicht so wirklich besonders. Werdet ihr nur von psychotischen Zwängen angetrieben? Ich. Ja. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Eben standen wir noch da und redeten und dann. Mit euch spreche ich nicht nach. Schweigt! Wenn ihr mich weiter bedrängt, muss ich euch wohl zum Schweigen. Aber Schluss damit. Vielleicht zeigen meine Worte eines Tages Wirkung, auch wenn sich euer Verstand im Moment noch sträubt. Glaubst du das, ja? Da gibt's wieder was zu holen. Hier ist ja einiges los auf der Citadel Station hier. Ja, und da kommen wir wieder mal nicht rein. Sehr, sehr schön. Da kommen wir auch nicht rein. Da kommt gesperrt. Sag einfach Bescheid. Kommst du da rein? Nee. Hier gibt's auch nichts zu holen. Das ist, glaube ich, unsere hier. Na gut. Was haben wir denn hier oben noch? Apartmentkomplex B. Ja. Ja? Dann? Es geht immer schneller, wenn er das macht. Das verdammte Ding ist blockiert. Unmöglich. Ach Leute, muss man denn alles selber machen? Na los, geh weg, Kraya. Ich will die Tür aufmachen. Der war schon drinne, hat sich reingebackt. Ja, und jetzt ist da einfach nichts. Was zum... Ich habe dem Boss schon gesagt, dass er kein Geld kriegt. Ich habe genug Kontakte zu Zaka. Du gehörst nicht zu Exchange, was willst du? Verkauft ihr Droidenteile? Ja, klar. Oh, interessant. Aha, haben wir nur so Zeug. Ja, easy. Tun wir mal schnell noch ein bisschen Sachen verkaufen hier. Ja, gut. Ja. Donos Imeragith. Ist dein Droide kaputt? Falls nicht, geh bitte wieder. Ich bin ziemlich beschäftigt. Verkauf dir. Ach, scheiß auf den. Na gut. Ach, wieder versperrt. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal jetzt auf den Weg zu den Docks, oder? Da müssen wir doch hin, um den Droiden abzufangen. Schauen wir doch mal schnell nach. Du hilfst Janelorso dem Jerker. Der Checker-Direktorin. Aha. Schreibfehler hier. Auf der Citadel Station einen wertvollen Droiden-KI aus der Bucht 2 in Dockmodul 126 zu holen. Oder wollen wir zuerst den Auftrag.
Oder wollen wir zuerst den Auftrag von dem einen da machen? Von diesem Twi'lek da. Wir müssen in die Kantina dafür. Diesen Mafia-Boss anscheinend irgendwie überzeugen. Machen wir das doch, oder? Vielleicht können wir dann noch ein bisschen Erfahrung und so holen. Auf in die Kantina. Ah, dann seid ihr der Jedi, von dem alle reden. Ich hoffe, ihr habt nicht schon wieder Ärger mit der TSF. Haltet euch raus, Angelegenheiten raus, die euch nicht sagen. Vielleicht wisst ihr nicht, wer ich bin. Mir scheißegal, wer du bist. Ihr scheint der Meinung zu sein, dass ihr mich das interessiert. Ihr wart nicht lange auf der Citadel Station, oder? Gestattet ihr, dass wir uns vorstellen? Ich bin Bannock. Ich bin für die Sicherheit von Lopax Lask verantwortlich. Ihr kennt ihn doch, oder? Diese beiden Herren hier sind Matu und Nahata, Slasks beste Männer. Außer mir natürlich. Ach, lasst ihn in Ruhe, Bannock. Wenn ihr gegen ihn antretet, muss ich auf ihn setzen. Kein Grund, gekränkt zu sein, Luxa. Ihr seid gewiss die stärkste Frau von Slask. Es ist eure Haut, Bannock. Ich warne euch nur. Slask kann euch jederzeit ersetzen. Sie hat recht, wer sich mit mir anlegt, ist tot. Wir wollten sowieso gerade gehen. Kommt schon. Besser für kluge euch. Entscheidung. Lalalala. Wo war das gewesen? Ah, genau hier. Hara hat dir vom Ramana erzählt. Eine Twi'lek, die im Besitz von Dothan Head ist und dem auch die Kantina gehört. Er hat sie beim Pazak verloren und will sie unbedingt zu. Mal gucken, was die mir zu sagen hat. Hallo. Frisches Blut in der Kantina. Wohlbekomm's. Eure Drinks gehen auf mich. Wir sollten reden. Später. Wenn ihr so fragt, Kleiner, solltet ihr es lieber nicht wissen. Ich sag euch was. Macht euch ein schönes Leben. Und falls wir wieder mal Geschäfte machen sollten, könnt ihr auf einen kleinen Plausch vorbeikommen. Also gut. Warum habt ihr ein Problem mit der Republik? Es ist ja nicht so, dass Onderon von dem Anschluss nicht profitiert hätte. Das war einer der dunkelsten Tage unserer Geschichte. Talia hat Onderon an die Republik verkauft. Und was haben wir dafür bekommen? Nichts. Als Lohn für das Blut unserer Soldaten wurde der Wohlstand von Izitz geopfert, um tote Planeten wie diesen zu dekorieren. Aber wenn es die Republik nicht gäbe, würdet ihr heute alle Mandalorianisch sprechen. Und weil wir die Hilfe der Republik angenommen haben, sollen wir ihr ewig verpflichtet sein? Ihr tut ja gerade so, als hätte die Republik Onderon zu einer Gefängniskolonie gemacht. Vielleicht. Nur, dass die Republik uns nicht einmal erobern musste. Unsere eigenen Leute haben uns verraten und der Republik alles gegeben, was sie wollte. Die sind anscheinend hier ein bisschen am Streiten. Hey, ihr da! Wollt ihr eine Runde Pazak spielen? Ich möchte euch etwas fragen. Oh, tut mir leid. Ich bin nur hier, um mich zu entspannen und zu spielen. Lust auf ein kleines Spielchen? Nein, keine Lust zu spielen. Kann ich etwas für euch tun? Was macht ihr für die Checker Corporation? Ach, das interessiert mich auch nicht. Ich muss doch irgendwie... Die Checker-Söldner geraten immer mehr außer Kontrolle. Die TSF ist völlig überfordert. Wir brauchen republikanische Truppen, um die Ordnung wiederherzustellen. Die Tscherka-Söldner geraten immer mehr außer Kontrolle. Die TSF ist völlig überfordert. Wir brauchen republikanische... Ich kann Ihnen hier was fragen. In der Kantina von Unterhaltungsmodul 083. Kann ich Ihnen helfen? Nee. Ja gut, okay, dann weiß ich anscheinend doch noch nicht so wirklich, wie ich diesen Typen helfen kann. Dann gehe ich jetzt wirklich erstmal zu dem Dockmodul in Docks. Ich weiß doch nicht mehr wo. Genau, zu den Docks, genau. Und im Buch 2 war es gewesen, glaube ich. So, gibt's hier irgendwie noch was zu reden oder so? Ein Eisen da?
Am besten immer gleich am Anfang alles abchecken, damit man weiß, wo was ist. Etoriana, interessant. Ah, hier ist auch die Bucht 2. Hallo. Lügen, Jobo Habat schickt mich, um bei der Auslieferung des Sanierungsdruiden zu helfen. Komisch, Jobo hat nichts davon gesagt. Ihr müsst entschuldigen, aber heutzutage kann man nie vorsichtig genug sein. Hier ist mein Ausweis. Ah, ja, entschuldigte Unannehmlichkeiten. Kommt ja rein, sie warten schon auf euch. Oh, wenn die wüssten, was auf die zukommt. Wenn die wüssten. Machen wir uns mal die Luftschleusen auf. So. Da sind sie. Zum Glück seid ihr hier. Ich bin der Einzige, den die TSF entbehren konnte. Und offen gesagt, habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Hier. Ja, wir alle freuen uns, euch zu sehen. Jobo Habat sagt, dass uns noch jemand helfen würde. Wir... Verzeihung. Aber anscheinend haben wir weitere Gäste. Ah, das ist der Droide. Ah, interessant. Wer ist das jetzt? Wer seid ihr? Wie kommt ihr hierher? Anscheinend sind die... keine Leute für... Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ja. Ich bin dankbar für eure Hilfe. Es war so schrecklich. Wer kann so etwas nur angeordnet Meister, haben? Einer der Angreifer hatte das hier bei sich. Die Waffe eines Killers. Es überrascht mich nicht, der Auftragsmörder so etwas bei sich hatte. Sie scheint einige illegale Modifikationen zu haben. Okay. Interessant. Ich glaube, ihr habt recht. Aber ich bin kein Experte auf der Citadel Station. Sind solche Modifikationen illegal? Das sollte Leutnant Green mal genauer untersuchen. Der Droide muss unbedingt zu Jobo Habat. Ich befürchte, dass er weitere Angriffe geben wird, wenn wir ihn nicht schnell zur Sicherheit bringen. In Sicherheit bringen. Natürlich, ich bringe ihn sofort zu Jobo. Interessant. Was gibt die sind beide auch Level Up. Ja, schön. Bei der mache ich automatisch und bei dem Sicherheit hochmachen. Und Sprengstoff. Sehr schön. Also. Ich vertraue Ihrem Urteil, Meister. Zeigen Sie. Ja, komm mit mir zum Etorianer-Komplex. Nein, ich bringe dich zu Zirkel. Es hieß, ich würde zum Etorianer-Komplex gebracht. Ich sollte dem Etorianer Jobo Habat übergeben werden. Nein, 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 nein. Wenn du nicht eingeschmolzen und recycelt werden willst, solltest du jetzt mitkommen. Leise. Was sie nicht sagen. In diesem Fall sollte ich ihnen wohl besser folgen. Genau. Oh, super. Ich muss nicht alles laufen. Ausgezeichnet. Wie ich sehe, war mein Vertrauen in eure Fähigkeiten gerechtfertigt. Wir würden diesen Droiden gerne so schnell wie möglich in Betrieb nehmen. Opochanu? Es wird etwas dauern, den Druiden umzuprogrammieren und vorzubereiten, Direktorin Lorsu. Dann machen wir dich mal auf und bringen dich zum Laufen. Okay, so gut wie neu und besser als vorher. Seid gegrüßt, Direktorin Lorsu. Wie kann ich helfen? An die Arbeit, sobald die Verbindung mit dem Mainframe steht. Sofort, Direktorin Lorsu. Na, da haben wir unseren Auftrag ja wohl sehr gut erledigt. Ihr könnt gehen, Chano. Ich bin sicher, dass ihr noch viel zu tun habt. Ruft nicht, wenn ihr weitere Reparaturen braucht. Sehr schön. So, dann geht es an die Bezahlung. Hier sind die vereinbarten Credits. Eine Aufgabe hätte ich noch für euch. Wenn ich dadurch an einen Zweifelt ihr etwa dran, dass ich meinen Teil unserer Abmachung einhalte?
Keine Sorge, ich halte immer mein Wort. Kommen wir zum Geschäft. Mit der Beschaffung der Druiden-KI habt ihr bewiesen, dass ihr wirklich besondere Fähigkeiten habt. Der nächste Auftrag ist allerdings etwas heikler. Als wir unsere Niederlassung hier auf der Citadel Station gründeten, war die Exchange schon, sagen wir, etabliert. Lupax Lask hatte mehr Einfluss als die Regierung von Telos. Um unseren Erfolg zu gewährleisten, mussten wir uns mit der Exchange einlassen. Nun, da wir die Situation unter Kontrolle haben, würden wir die Zusammenarbeit aber gerne beenden. Wenn ihr die Exchange kennt, wisst ihr, dass sie davon nicht sehr erfreut wäre. Slask würde niemals dulden, dass sein Einfluss auf der Station beschnitten wird. Wir sind deshalb gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Kurzum, ich möchte, dass ihr Lopak Slask tötet. Kein Problem. Hauptsache die Bezahlung stimmt. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Slask ist sehr auf seine Sicherheit bedacht, aber wir würden euch für eure Mühe natürlich entschädigen. Und wie komme ich dann an ihn ran? Luxa ist die rechte Hand von Slask. Sie ist allerdings nur selten im Büro der Exchange. Die meiste Zeit sitzt sie in der Kantine des Stadtmoduls. Mit der wir vorhin geredet haben. Sie ein Treffen arrangieren. Ich bin dabei. Ich werde unsere Zusammenarbeit mit Freuden fortsetzen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Okay, meine Lieben. Ich würde sagen, wir haben wieder einiges geschafft. Wir haben wieder einiges erfahren. Und dann würde ich sonst sagen, wir beenden für diesen Teil das Let's Play mal. Und dann wird es wohl mit dem 11. Part dann auch wieder weitergehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht. Und jo, ciao Leute, haut rein.